Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alice 17 ist es noch immer, ja, ich komme jetzt durcheinander. Hauptfach mit meinem Kollegen in Sachsen S-Player und den Konkurrenten, dem Nordrand TV und dem Burning Gamer Ansgar und Werner. Hallo! Lol, hallo! Hallöchen! In der letzten Folge wart ihr wieder Zeuge von Qualitätsunterhaltung auf YouTube. Das wollen wir in dieser Folge fortsetzen. Und ich habe gehört oder gelesen, dass der Ansgar für die nächsten 6 Folgen jeweils ein Thema vorbereitet hat. Das finde ich sehr, sehr nett. Also, erstmal habe ich in meine Glaskugel geschaut und habe gemerkt, dass du ein Thema vorbereitet hast. Und zwar hat es mit Tierschützern zu tun. Mit Tierschützern und Landwirtschaftsspielen, die sich ein Spiel nicht kaufen, weil sie, weil in dem Spiel nämlich Tiere geschlachtet werden. Ja, so. Hast du bei deiner Mitbewerberbeobachtung hast du das herausgefunden. Sehr schön. Ich habe gestern meine Wohnung geputzt und danach habe ich Video gesehen. Dein Video gesehen. Ja, genau. Also die These ist die folgende. Ich stelle sie mal kurz in den Raum. Und zwar hat jemand geschrieben bei, war das Tierfarm oder Kettle and Crops? Ich weiß nicht. Auf du jeden hast Fall gesagt Cattle and Crops. Ich weiß. Du hast okay, in der Pure Farming über Cattle and Crops geredet. Wie sich das gehört, genau. Und das ist übrigens was Leute überhaupt nicht leiden können. Ne? Das ist so wie zu behaupten, es gibt zwei Pilze. Andere Baustelle. Oh, wait a second. Jedenfalls, die These war, gibt es in diesem Spiel eigentlich auch, also in Cattle and Crops, gibt es da Tiere? Und jemand, ja, du kannst da voll mit Tieren und so und bla bla bla. Und der, okay, dann ist das Spiel für mich raus, weil ich möchte kein Spiel spielen, wo Tiere zum Metzger geführt werden. Werner, du als Metzgermeister, was sagst du denn dazu? Aber nur Hobby, oder? Was? Natürlich, nur Hobby. Und im Sommer zum Grillen. So, Was, du schlachtest das Schwein noch selber vorher? Tatsächlich bin ich einer der wenigen Leute, die das nicht kann. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, tatsächlich. Also so Tiere schlachten wirklich jetzt im Real Life, kann ich. Auch kein Fisch ausnehmen. Also kann ich auch nicht, aber du auch nicht. Seid ihr weg? Hallo? Werner ist weg. Werner ist weg. Tschüss, ja. Werner. Danke an der Stelle für den Beitrag. Okay, danke für den Beitrag. Jetzt wollte ich den Werner auch gerade fragen, wie ich eigentlich hier abladen kann. Kann ich jetzt auch nicht. Wisst ihr's? Du schaffst das schon. Ja, du bist Werners Ersatzmann. Ansgar, da musst du jetzt antworten. Es tut mir sehr leid. Ich war gerade ein bisschen beschäftigt hier mit dem Abladen. Also sag mir noch mal gerade kurz bitte, wozu die Meinung. Ob ich das ausnehmen kann oder nicht. Ich trage es vor und du hast es in der Zeit wieder vergessen. Ob ich das ausnehmen kann oder ein Tier schlachten kann oder nicht? Kannst du das? Also zum Beispiel, du gehst angeln, kannst du Fisch ausnehmen. Und würdest du ein Spiel nicht spielen, weil man Tiere dann tötet? Verstehst du das? Ja, ich habe ziemlich lang ein Praktikum in einem Restaurant gemacht. Und habe deshalb in dieser Zeit jegliche Furcht vor solchen Sachen verloren. Mhm. Hallo Werner, grüß dich. Ja moin. Wenn es um Schlachten geht, ne, da bin ich immer. Oh. Lit Jungs, Lit Aktion. Rage Quit. Werner, ganz kurz bevor ich fortfahre, wie lade ich nochmal ab bei diesem Auto, bei diesem Anhänger mit den Paletten? Mit welcher Taste? Du musst erst das Laden deaktivieren und dann die Abladeseite wählen. Hab ich? Mit der Taste B, glaube ich, und dann mit der Taste Z abladen. Danke. Bitte. Das war nicht der richtige Trigger. Ja, also egal. In einem Restaurant hast du gearbeitet und da bist du mit Fleisch in Berührung gekommen. Was war denn deine überwindungsforderndste Tätigkeit dann? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja, also gut, man muss sagen, im Restaurant, da ist das Fleisch ja meistens schon durch einen Schlachter gegangen. Das ist nicht mehr am Stück, ja. Aber in diesem Restaurant war der Chef, der Chefkoch da, war selbst Jäger und hat deshalb oft selbst halt auch wild halt angeliefert. Und das wurde dann in der hauseigenen Schlachterei da ein bisschen weiter halt ausgenommen. Und ja, das habe ich mir dann eben auch angeschaut. Und das war im ersten Moment natürlich ein bisschen komisch, aber je öfter man das dann gesehen hat, und da musste ich auch immer so Lieferdienst, dann musste ich mal irgendwas bringen oder irgendwas wegnehmen oder so. Und je öfter man das gesehen hat, desto, ja, natürlich, aber ja, also, das klingt jetzt natürlich irgendwie ein bisschen barbarisch, aber
Für die Leute, die sich gar nicht vorstellen können, ich mache euch mal kurz ein Bild in den Kopf. Also da fängt es ja wirklich damit an, dass wirklich das Reh oder das Wildschwein, der angeliefert wird, am Haken. Genau. Und das Erste, was dann gemacht wird, ist einfach mal, dass dem das Fell runtergezogen wird. Ich sag's mal so, wie es ist. So, das guckt man sich dann an. Und dann ja, kommt also auch erst mal quasi mit darunter. Ja gut, erstmal noch ein paar andere Dinge, die wollen wir jetzt nicht im Detail beschreiben, aber... Ja, erstmal wird das ja aufgeschnitten und dann wird es ausbluten gelassen, ne? Genau. Und dann ja, noch weiter vorher passieren noch andere Details, wo ich mich frage, was die Jäger für komische Ideen haben, aber ja. Und ja. Und da bist du nicht fies vor, sozusagen. Nee, seitdem ist das irgendwie... Mhm. Und dann, ja, das wurde dann irgendwie so mehr oder weniger normal. Also ich finde schon, dass man respektvoll mit so einem Tier umgehen soll. Das ist mir schon relativ wichtig. Es gibt ja dann auch so Jäger oder Metzger oder so, die erlauben sich Späße mit Tieren oder machen irgendwie lustige Sachen, also so pseudolustige Sachen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Also das finde ich ein bisschen... widerlich, so mit Tieren umzugehen. Aber wenn man es respektvoll macht und die auch nicht lange leiden lässt oder sowas, dann finde ich, muss ich damit klarkommen, wenn ich die Tiere esse. Also, jetzt müssen wir den Bogen wieder zum Spiel schlagen. Würdest du deswegen auch ein... Okay, du hast kein Problem damit, aber würdest du denn verstehen, dass jemand, der Vegetarier ist, weil das arme Schwein, im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen spielst du das Spiel nicht? Da muss ich dir sagen, also, nach logischen Überlegungen ist es natürlich auf jeden Fall interessant. to say the least. Aber ich finde es konsequent, muss ich sagen. Wenn jemand sagt, ich esse keine Tiere und bin aus Gründen XYZ, weil die Tiere nicht leiden sollen oder sowas, dagegen Tiere zu essen, dann finde ich es wirklich konsequent und irgendwie auch respektabel zu sagen, deswegen kaufe ich mir ein Spiel nicht. Das vermisse ich bei vielen Leuten so. Die Konsequenz bei vielen Dingen. Deswegen finde ich das eigentlich gut. Also ich finde die Bei Konsequenz kann man sich natürlich auch sehr viele eigene Gräber schaufeln. Genau, also das und es ist auch immer die Frage, was ist in dem Fall konsequent, ne? Aber also grundsätzlich kann ich die Überlegung schon verstehen und finde es, wie gesagt, konsequent und respektabel. Ich weiß nicht, damit stehe ich vielleicht in der Runde hier alleine da, aber ja. Gibt es da noch weitere Meinungen zu? Werner kann ich nicht mitspielen. Werner, was ist deine Meinung dazu? Okay. Es ist, wie gesagt, ich bin kein Freund des Schlachtens und so weiter. Muss aber ehrlich sagen, also klar weiß ich, wie mein Schnitzel da zustande kommt, das am Teller liegt, ne? Klar. Aber ich würde es jetzt selber nicht anschauen wollen oder beziehungsweise ich würde es auch selber nicht machen. Auf keinen Fall. So. Aber wenn es jetzt in einem Spiel ist, das ist für mich schon ein bisschen, dann ist es ein bisschen weit hergeholt, meines Erachtens. Weil, wenn es dazugehört, es ist doch kein unnatürlicher, also unnatürlich schon, aber kein seltener Prozess, dass jetzt ein Tier geschlachtet wird. Ja, die Frage ist halt auch, also man könnte dann auch einfach sagen, gut, das Feature gibt es zwar, aber ich nutze es nicht. Ich mache dann halt einfach keine Tierzucht. Aber andere Sache. Dann müsste aber auch ein Umweltaktivist, sagen wir jetzt mal, auch nicht das Spiel kaufen dürfen, weil der fährt ja einen Traktor, der 50 Liter die Stunde braucht. Naja, Das ist wieder der Punkt Konsequenz. Ne? Wie konsequent ist man aber dann, bei dem, aber was man sagt? Guck mal, das ist ein etwas unfairer Vergleich, weil viele Umweltschützer sind ja zum Beispiel dafür, dass bestimmte Tiersorten überleben können oder dass keine Atomkraftwerke gebaut werden. Also da haben ja viele ziemlich konkrete Gründe, warum sie Umweltschützer sind und die fahren trotzdem Auto. Dann vielleicht nicht die dickste Karre, aber die fahren auch Auto. Oder ein wenig kann man das auch nutzen, Lippenstift oder nutzen auch landwirtschaftliche Produkte, die ja auch irgendwie mit Traktoren. Also das finde ich dann ein bisschen unfair fast. Das geht dann ein bisschen zu weit. Aber jetzt theoretisch mal, wenn jetzt jemand sagt, ich kaufe mir das Spiel jetzt nicht, weil da werden Tiere geschlachtet. So, dann hat man vielleicht aber auf der Festplatte Minecraft, wo es gang und gäbe ist, mit einem Schwert auf ein Schwein einzuhauen, bis es, ne? Veto. Ja, weiß man nicht, Veto, ob die das... Veto, nee. Also ich spiele ja zum Beispiel in Mein Bauernhof, dem tollen Projekt, das im Moment nicht auf Garderoll 2 läuft. da gibt's ja... Ne? Geil, ne? Habe ich von Ansgar gelernt. Da gibt's von ja mir? Die. Ja, Mr. Thumbnail. Da gibt's ja die, wie heißt es?
Life in the Woods. Und da hast du die Vision Option. Das heißt, da ist ein Mod installiert, der alle Sachen, die du normalerweise aus Schwein oder Kuh oder sonst wie machst, irgendwie anders herstellt. Zum Beispiel das... In Minecraft musst du ja Kühe töten, damit du dieses Fell bekommst. Aus dem Fell machst du Leder und dann machst du eine Tasche raus oder weiß ja gar was. Und da machst du dann halt... Da pflanzt du dann im Wasser so eine... Nee, du pflanzt halt so eine Flachs oder sowas, ist das, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Ne? Flachs an, dann machst du daraus Bündel, dann steckst du die Bündel ins Wasser, damit die das Wasser ziehen. Und dann kannst du das flechten und dann machst du daraus halt Burlap, also so Stoffzeug. Und da machst du daraus das. Und alle anderen Sachen sind auch, dann stellst du zum Beispiel kein Schnitzel her, sondern Tofu. Also du kannst, wenn du willst, auch... Und bei mir, ich habe es jetzt drin, weil das halt zum Projekt passt, ne? Leben im Wald und... Tofu-Schnitzel, klar. Ohne Tofu-Schnitzel, genau, passt hervorragend. Also, weißt du, der geht dann nicht, der Punkt. Wow. Genau. Nee, aber das geht also auch. Das ist möglich. Aber ein normales Minecraft-Gym, da ist mir jetzt eng. Als ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ja. Oder wer läuft nicht Beispiel. In einem Shooter rum und, weißt du? Genau, Beispiel, und da kam dann die nächste Frage, wie ist denn das dann? Die habe ich, glaube ich, aufgeworfen an die Frage. Aber dann Battlefield spielen. Also Menschen abschnetzeln, ja. Ja, das Tiere, ist halt nein. Die Frage. Ist das, gibt's bestimmt auch. Ja, ist die auch. Frage, ob es das gibt, ne? Also, ja, weiß da gehe ich aber mal von aus. Kennst du jemanden? Hallo, wir reden von Menschen. Die sind doch alle, viele, einige, also ganz paar. Unsere Zuschauer natürlich nicht. Wie komme ich jetzt hier raus? Du musst einfach nur von der Haustüre gehen, die nächste Lagerhalle aufsuchen, die mal aufmachen. Da findest du 1000 Fässer Doppelmoral. Glaubst gar nicht, wie viel es da gibt. Was sind deine Meinung dazu, Randy? Ich habe jetzt vier Minuten. Nee, ich habe jetzt 3 Minuten Zeit, mich unbeliebt zu machen. Wunderbar. Gott, jetzt. Ja, wie soll man das großartig sagen? Also im Endeffekt, Bauernhof aufgewachsen. Also ich weiß, wie Tiere geschlachtet werden. Ab ne Hühner, Daumen, Schafe, Schweine oder schieß mich tot. Also von daher habe ich da kein Problem damit. Ja. Und wer dann so die Theorie halt sagt, da ist irgendwas mit Tieren, das spiele ich nicht. Er soll das nicht spielen. Aber. Ist halt in meinen Augen komplett, also schwachsinnig. Also gut, kann man jetzt von mir aus konsequent nennen, aber man sollte sich nochmal bitte vor Augen halten, das hier, guck mal, was ich jetzt hier gerade mache, das hier, ne, das sind Pixel, das ist nicht echt. Ja, du tust ja kein Tier damit weh, genauso wenn ich in Call of Duty 3000 Leuten in den Kopf schieße, da stirbt keiner. Das hat keine Konsequenzen, was man hier im Spiel macht. Deswegen, ja, aber Professor Pfeiffer sagt, das führt dann... Killerspiele wie World of Warcraft, sagt Professor Pfeiffer, dann wirst du zum Massenmörder. Das ist richtig. Ich bedanke mich erstmal, dass du meinen Nachnamen verraten hast und in Professor Pfeiffer ist ein ganz berühmter bekannter Computerspielkritiker. Ach, Professor, ach, der spaßt, alles klar. Mhm. Ja, also, schön, dass du deinen Nachnamen selber verraten hast. Ja, ist richtig. Aber das muss ich kurz korrigieren. Der Herr ist natürlich kein Spast. Also, das ist einfach ein Mann, dessen Meinung umstritten ist, aber ist kein Spast hier, bevor hier die Anzeige reinkommt. Genau, lass die benachteiligten Menschen bitte in Ruhe mit diesen Vergleichen. Kannst du mir eben das Fass zuweisen? Ich kann dir mal eben das Fass beweisen. Gut, dann halt dementsprechend an den Herrn Pfeiffer, den hyperintelligenten Mensch. Den kenne ich im Übrigen auch seine Frau. Die hatten ja schon öfters mal seine Thesen. Ich glaube, war das damals in Battlefield 3 Zeiten oder so? Ich weiß gar nicht, wo er seine Thesen mal zur Verfügung gestellt hat. Ja, World of Warcraft, ja. Er sagt, World of Warcraft ist ein Killerspiel. Und, Recht hat der Mann, recht hat er. Genau, wir erleben eine vollkommene Verrohung der Gesellschaft und es ist kein Wunder, dass es ganzen Amokläufe gibt, wenn Leute World of Warcraft spielen. Und dann hat, ich glaube Giga war das, hat ihn dann eingeladen, WoW zu spielen und da Blumen zu pflücken und Pilze zu sammeln im Startgebiet von den Elfen. möglicherweise eine Urban Legend, aber jedenfalls hat er anschließend, nachdem irgendwas passiert ist, seine Meinung sehr stark revidiert. Das muss man jetzt auch der Fairness halber auch dazu sagen. So, also doch kein Spaß. Teilzeitspaß. Was ist das eigentlich für eine Wortwahl von dir, lieber Ansgar? Ja, der Randy hat das hier. Randy hat das hier reingebracht. Wenn deine gute Laune zu sowas führt, dann möchte ich bitte wieder deine schlechte haben. So. Oh Mann, so. Ey, aber um es aufs Thema auf den Kling zu bringen, also ja. Nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Naja, also wenn man es im Real Life nicht so will oder Veganer oder Vegetarier oder whatever ist, ja, dann ist es okay, das akzeptiere ich, weil jedem das seine, jeder darf das machen, was er will, darf sich ernähren, wie er will. Das ist mir ja relativ latte, aber das dann so auf dem Spiel zu prognostizieren
oder halt so zu reproduzieren, whatever, zu sagen, zu projizieren. Danke. Bitte. Das kann er zwar auch machen, aber dann sage ich halt dazu, das ist dämlich. Also sorry. Das kann er machen. Darf er machen, ohne Frage. Aber wenn man mich danach fragt, sorry, ist es halt dämlich. Gut. Weil das hat mit der einen und der anderen nichts zu tun. Okay. Werner, wo können wir Silage herstellen? Werner, wo gibt's Wasser? Das alles in der nächsten Folge. Was? Genau. Bis dahin, schaltet mal wieder ab. Tschüss. Peace. Tschüss.